Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu The Outer Worlds. Oh, eine Schaufel. Not today. Just helping this fella. Silas. Aha. Ja, kümmert sich um die Gräber? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Was, wenn du in so einen Plünderaufzug rumstolzierst, bringst du andere Leute vielleicht auf falsche Ideen? Ach so, was soll das heißen? It's in poor taste. Dressing up like a marauder is disrespectful to all the workers that got eaten by him. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Mhm. Haben sie wohl ins Gehirn gefickt, ja? Es ist mir eine Ehre, ja. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Ja, dieser Junior-Bestatter. Toller Titel für einen Totengräber. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder. Then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Tja, eigentlich wollte ich noch was besprechen. Nö. Für einen Junior irgendwas siehst du aus. Siehst aber ziemlich alt aus, ja. The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion. Must be about 50, 60 burials away from associate in humor. Wow. Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, solange ich hier bin. Got a knack for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Mhm. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Oh Gott, soll ich Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben? Boah, das macht doch bestimmt keinen Spaß, oder? Du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Company policy. It was up to me. I put the whole town 10 feet under. Free of charge. Na gut, ich treibe dann die Gebühren ein. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Ist mir egal, was in so einer Fall. Ja, das machen wir aber, glaube ich, ein anderes Mal. Weil es ist... Wir haben ja quasi Aufgabe bis ins Grab. Die sind alle in der Stadt, oder? Na, fast. Gut, ich bin aber jetzt extra rausgegangen. Wir sind hier quasi in dem Gebiet, wo wir am Anfang waren. Na? Warte mal, hier ist ein Killer und da ist ein Killer. Okay. Habe ich den einen hier übersehen? Aber das Buch war hier in der Mitte, oder? Nee, das ist hier drin. Gut, dann töten wir die Leute. Und wir gucken uns hier das hier nochmal an. Geradezu. Das ist ein Häuschen. Vielleicht finden wir da noch das andere Buch für den Handwerker. Ah, die Totengräber habe ich am Anfang übersehen. Da gibt es eine Unterführung. Ist das eine Höhle oder ist das einfach... Bist du ein Wachmann oder seid ihr... Oh, die Waffe ist cool. Aber warte mal. Ah. Ja, die Waffe gefällt mir. Ich wollte gerade sagen, wir verlieren den Loot dadurch, aber... Da müsste was sein.
Entweder Banditen oder... Ach, hier waren wir auch schon, ne? Genau, hier war aber nichts. Haben wir schon leer gelootet. Wir hatten hier irgendwo noch eine Ecke, wo diese ganzen Torgolds oder wie die hießen, waren. Wo wir auch verreckt sind. Ich glaube, das war hier. Das ist die Schrotflinte, die möchte ich jetzt nicht. Das ist der Meinungsverstärker, Opas Meinungsverstärker. Aber ich sehe die Viecher nicht. Wo ist denn die... Kann ich mein Maschinengewehr mal bitte haben? Danke. Bin ich blind oder sehe ich... Oh doch, hier. Here we go. Der ist ein bisschen groß. Den haben wir auch erledigt. Haben wir geschafft, aber die hinter... Oh, doch. Der hat mal ein bisschen Haut hinterlassen. Problem ist, ich bin... Ich habe zwar viele Sachen verkauft, aber irgendwie... schleppe ich doch noch viel Mist mit. Haben wir im Schiff vielleicht eine Kiste? Oh, das ist, war, sah auch nach einem guten Schwert aus. Wäre toll, wenn wir hier noch das eine Buch finden, was uns fehlt. Oder wo wir den den Standort nicht wissen. Er wusste ja nur zwei. Ach, hier ist jemand im Tod geschlafen oder hat sich zu Tode gespritzt. Ah. Oh, die Waffe gefällt mir. Schade. Maske, aber... Nee, nicht schlafen, um Gottes Willen. Ich weiß noch nicht, warum ich schlafen sollte. Ach ja, vielleicht haben ja auch die Leute hier unterschiedliche Zeiten, wo die Personen vielleicht unterwegs sind. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Könnte auch sein, dass Standorte unterschiedlich bewacht sind, zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht. Aber hier ist leider nicht das, was ich vielleicht mir erhofft habe. Schade. Die Teile ist immer schön drin. Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir vielleicht... hier Sachen... hinterlegen können. Ich will nur mal kurz gucken. Ist halt ein riesiges Schiff, ne? Ja, hier... Ich hab's mir gar nicht angeguckt, eigentlich. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Werkstatt. Werkbank, meine ich. Die Werkbank ermöglicht dir, Waffen und Ausrüstung zu reparieren, zu verbessern und zu modifizieren, damit sie jederzeit kampfbereit und in bestem Zustand sind.
Gut. Ich würde gerne... wo ist denn diese Opas-Waffe? Muss ich die ablegen? Modifizieren. Ah. Tüfteln. Macht da mehr Schaden, wenn wir da tüfteln? Wie sieht es mit Reparieren aus? Ah, kostet Waffenteile. Na gut. Den Gegenstand möchte ich sowas von reparieren. Zerlegen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und meine Waffenteile. Granatwerfer. Kommt zerlegen auch. Das muss ich mir mal gleich angucken. Ich möchte mal hier eine Handfeuerwaffe modifizieren. Was kann man da modifizieren? Ein Flüsterrohr. Minus Schussgeräusch. Ah, Schalldämpfer. Machen wir doch mal. Ui. Da, sowas in der Art. Kann ich jetzt hier diese Waffe benutzen? Stufe 7, ich bin Stufe 5. Das ist natürlich doof. Ich hätte gerade trotzdem gerne nochmal ein Lager. Ach, die Waffe haben wir sogar doppelt. Gut, so eine Werkbank ist schon mal ganz schön praktisch. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Okay. Türen sind verriegelt. Der Kühlschrank. Ich will nichts nehmen, ich will was reinpacken. Oh nein. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Achso, dann sind wir hier wieder im Lagerraum. Nicht im Lagerraum, sondern... If your equipment is in need of repair or modification, the current 2000 workbench ja, is at your disposal. Ja, ist okay, wir gehen ja schon. Hätte ja sein können, dass man irgendwie... Kümmern wir uns mal die Banditen. Warst du da was? Ich glaube, haben wir schon mal gelootet. Wohl, wir suchen ja was. Hey, du. Here we go. Oh, da gibt's noch einen großen. Nein, ich hab doch gerade auf F gedrückt. Ich wollte doch gerade inhalieren. Heilen. Och Mann. Aber Gott sei Dank sind wir da gerade ausgestiegen. Ja. Okay, da ist der Große. Was passiert hier gerade mit mir? Oh, der lebt noch. Oh, da guckst du doof aus der Wäsche.
Hat aber ganz schön viel Munition gekostet, der gute Freund hier. Also wenn sich das jetzt da nicht gelohnt hat, ne? Ja, wir waren mal hier und hier, haben auch die Schaufel gefunden und... Ja, hat sich nicht gelohnt. Wir hätten doch weiter rennen sollen. Nur weil Gegner da spawnen, heißt es nicht automatisch, dass wir dahin müssen. Ist hier wieder eine Höhle oder sowas? Nö. Ah. Hier sind doch Wachen vorne. Oh. Slow motion. Das war ja easy. Hallo? Alle? Also der Boss war ein Scharfschütze oder sowas. Kann ich wieder was für dich tun, Katze? Hm? Nee? Dann nicht. Fütterungszeit haben wir noch nicht. Das ist das Doofe, wenn man erst schießt, ich finde die Leichen nicht. Gerade hier im hohen Gras. Oder jetzt hier von dieser Pistole hier die Ascherhaufen. Kann man auch sehr schnell übersehen. Hier gibt es keinen Eingang für. Wo geht es da in die Ecke lang? Achso, da geht es da lang. Lag doch der Boss. Ist der jetzt runtergefallen oder sie? Oh ja. Ah, das war doch ein R. Jagdgewehr. Nice. Den hatten wir schon. Jagdgewehr. Langwaffe. Magazingröße 6. Eigentlich haben wir den ja schon als... Ich möchte ihn mal testen. Ach ja, Stufe 7 kriege ich. Doch, kriege ich. Ich bin nicht Stufe 7. Hm, ein Energiehackebeil. Oh. Vielleicht kann man in Slow Motion dann die Leute mit ein, zwei Schüssen gleich töten. So, sind wir hier durch, ne? Dann geht's mal weiter.
Oh nee, nicht schon wieder diese Drecksviecher. Auf die Beine! Diese Slow-Motion-Geschichten funktionieren nicht, wenn da nicht irgendwie was zerfetzt. Finde ich. Ah, da haben wir ein Gehirn gefunden. Das fehlt mir so ein bisschen. In Fallout hatten wir ein bisschen mehr Gewalt, dann sind man die Körper irgendwie zerfleddert. Das ist hier nicht der Fall. Und wenn man das nicht hat, dann braucht man auch kein Slow-Motion, finde ich. Aber vielleicht müssen wir das erst noch lernen oder so. Das ist jetzt auch die Fabrik. Okay, das ist hier die Fabrik. Weiter links wird wahrscheinlich, oder geradezu. Aber links ist hier auch noch was. Die Fabrik heben wir zum Schluss auf. Und dann können wir da hoch. Gucken wir erstmal noch, was das hier ist. Sind hier Feinde? Hier gerade nicht. Doch, da hinten sehe ich einen. Verlassene Spacer Choice Siedlung. Fuck. Ah, der ist gut ausgerüstet, der Kerl. Oh. Er kann besser hacken. Jetzt haben wir bestimmt hier alle alarmiert. War das der Typ, der dick bewaffnet war? Oh, ich bin überladen. Hier, ich esse mal was. Pseudo-Äpfel, lecker. Verkaufsautomat? Wo? Wo habe ich den entdeckt? Ah, hier. Du kommst mir ja genau richtig. Wir verkaufen. Und zwar. Das auf jeden Fall. Das kann ich weg. Oh, die hauen wir auch mal weg. Die Knifte da. Auch. Auch. Ach, Granatwerfer kann weg. So, Rüstungen. Da haben wir ja jede Menge wieder. Schloss knacken. So viel. Ich habe ja, glaube ich, sogar ein Schloss knacken. So, ich hoffe, ich bin jetzt wieder ein bisschen leichter. Ansonsten hauen wir mal hier vor ein paar Sachen weg. Zuckerhaltiges Körper. Hm. Was wiegt denn hier am meisten? 0,30, weil das ganze Kleinzeug macht ja auch Mist. Mal weg. Tschüss. Oh. Wie schwer sind wir jetzt? Naja. So leicht sind wir jetzt auch nicht geworden. Ich habe einfach zu viele Sachen, von denen ich mich nicht mehr trennen kann. Okay, die ist versiegelt. Ah, versiegelt. Hier oben haben wir vorhin Wachmann gesehen. Vielleicht ist er auch runtergekommen.
Da hat man jetzt eine Schockkanone eingesammelt. Was können wir noch einsammeln? Erst Essen hier verkauft, schon wieder können wir einen Haufen Futter wieder einsammeln. Ja, schade, nichts Besonderes hier. Hätte ja sein können, dass wir hier vielleicht dieses letzte Buch finden. Ah, ein Raumschiff da oben. Den Nahkampf wollen wir nicht. Da ist eine Leiche. Plünderer Speer. War ja schon müde, ne? War ja bisher nur ein Speer. Aber ein paar tote Kumpel liegen hier. Ah, da ist der nächste. Missizierter Möter. Scheiße. That's the last of them. Eigentlich schon ziemlich praktisch, dass sie alle in diesen Eingangsbereich gelaufen sind. Ideal, um einmal draufzuhalten. Entschuldigung, Pavati, wenn ich dich getroffen habe. Ah, hier mein Finger. Ja, jetzt müssen wir nur die Finger abgeben. Schwere Munition brauchen wir. Spaßkanone aufheben. Oh, meine Rüstung muss wieder repariert werden. Ja. War jetzt schon überfüllt? Nein. Ja, schade. Also wir haben jetzt quasi... Ich weiß nicht, ob wir hier hinkommen. Aber wir haben doch quasi jetzt alles entdeckt. Wo verfickt normal ist das Buch? So, da müssen wir die Finger abgeben. Tagebuch ist da drin irgendwo. Dann gehen wir nochmal in Edgewater, verkaufen die ganzen Sachen. Geben die Finger ab. Jetzt heißt es wieder, wo war der Händler? Ah, diesmal habe ich den Händler gleich schnell gut gefunden. Gucken wir nochmal selber rein. Oh, das ist eine besondere Waffe, die wenig Schaden bringt. Okay. Oh. Schockkanone.
Die bleibt in meinem Besitz. Leichtes Maschinengewehr. Können weg. Die können weg. Noch so ein Jagdgewehr. Ist das gleiche? Tauschen wir es doch einfach aus. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Ja. Was machen wir denn, Kumpel? Verkaufen. Kann weg. Kann weg. Komm, hau weg. Ich glaube, den Helm. Oh, reparieren. Die Waffe ist auch wichtig. Aber es sind nur 2%, die weg sind. 1%. 1%. Das ist ein bisschen mehr. Pavati, du kriegst mal einen schöneren Helm. Charakter. Warte mal. Ich wollte mal eine Sache nachgucken. Fertigkeiten. Und zwar, wenn ich den Helm abnehme, ja. Pavati plus 9. Schloss knacken. Okay, dann nehme ich jetzt mal die andere Rüstung. Dann kriegen wir Tarnung, was ich nicht brauche, aber 5 auf schwere Waffen. Ach, sind wir da? Schleichen, Hacken, weniger. Das stört mich. Wir sind ein leichter Schütze. So, wir haben auch Punkte, die wir vergeben können. Führung machen wir einmal. Tech einmal. Tarnung machen wir nochmal. Log. Aber wir sind schlechte Hacker, Schlossknacker auch. Packen wir da nochmal Punkte zusammen. So, anwenden. Neutral, freundlich der beiden Deserteuren. Mhm. Pavati, was können wir bei dir tun? Technik. Könntest du das hier wählen oder was? Dann machen wir Technik. Das bringt uns dann bei Technik wahrscheinlich auch nochmal. Oh ja, das bringt deutlich was. Aber jetzt 40. Gut. Das hat sich immer richtig gelohnt. So, Finger, Finger, Finger. Wer braucht Finger? Wer hat Finger? Wer will Finger? Heute gratis Finger. Finger, Finger. Ah, hier sind Finger. Hi, einmal Finger bitte. Vale's a little safer, thanks to you. Ja, und du kannst mit den Fingern spielen. We pay by the finger. What do you have for me? Ja, ich habe schöne Finger hier. Ein Dockfinger habe ich. Mabel Burgess, age 37, right or left-handed? Let's just say, no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Tja. Wenn du die Finger hast, habe ich Papierkram. Ja, ich habe gleich noch einen Finger für dich. Here we are. Birdie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Tja. Was war das aus? Was ist denn ein
Was ist das? Junior Hilfs-Gendarm. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Mhm. Ja. Ne, die Arzneimittel, vielleicht spreche ich das bei den anderen Leuten an, die ich dann auch später unterstützen möchte. Also die eher als die Konzerne. Eigentlich mag ich beide Fraktionen nicht. So, Stufe 6. Eigentlich mag ich beide Fraktionen nicht, aber naja. Ängstlicher Ingenieur. Aufgabe. Die machen wir nochmal. Sind ja gerade hier. Und einer ist genau hier gegenüber. Hey. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Handfeuerwaffe 1. Mit der Waffe wedeln. Rück mal deine Bits raus. Please don't kill me. I still gotta pay my gravesite fees. Wait a second. I heard marauders don't talk much. You can talk just fine. Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Tja, immer mit der Ruhe. Mr. Thompson hat mich nicht geschickt. Doch. Da hat er bestimmt auch eine Quest für uns, ne? Willst du mir verraten, was dich nervös macht? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Ah, dann sagen wir mal, wir sind hier um Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Wir können auch lügen. Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis bewahren könntest? Machen wir einfach mal. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you? I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Tja. Tut mir leid, das zu hören. Du bist paranoid. Das ist sicher alles sehr tragisch und herzzerreißend. Bezahl mich einfach, damit ich von hier verschwinden kann. So. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Ich hab's geahnt. Mich kannst du dir nicht leisten. Wie kann ich dir helfen? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. Ah, die Arzneimittel. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Ich war schon dort. Ist das die Medizin, von der du redest? You've been there already? And you ain't been ground down into marauder meat? Let's see it. Don't keep us waiting. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich damit mache. Haven't decided? I hired you. The nature of your employment requires you to deliver in my hand some genuine anthracillin. Tja, wir können das Gespräch verlassen. Den richtigen Käufer. Ja, dem richtigen Käufer ist das wohl eine Menge wert. You're right, it is. Can't blame a mercenary for trying to make a profit. Ja, mal gucken, vielleicht haben die anderen drei noch. Wenn nicht, merken wir uns den einfach mal. Und kommen nochmal netterweise vorbei. Hey, I need to talk to you. A friend of mine died a couple weeks back. Still ain't past it. Wolltest du mit mir reden? Where are we headed? Mir ist aufgefallen, dass du
oft von deinem Vater sprichst, aber nie von deiner Mutter. Thomas scheint dich ja echt gern zu haben. Na, fragen wir mal was über Thomas. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. So einen verknallten Kerl habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Bist du sicher, er wäre vor Begeisterung fast über seine eigenen Füße gestolpert, als er dich gesehen hat? He never told me a word to that effect. And since he didn't, I didn't have to say nothing about being... about feeling different. And nothing had to get weird. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. Mhm. Du hast da vorhin etwas erwähnt, wonach ich dich fragen wollte. Nö, eigentlich nicht. So. We're eating nothing but salt tuna. So, hallo, der Geldeintreiber ist da. Hurra, hurra. Ich bin der Geldeintreiber. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Hm, ist wieder raus? Ah. Der ist hier drin irgendwo. Oben. Du, 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 du. Ich bin der Geldeintreiber. Hallo? Hallo, Text. Hey, the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Okay, du bist unfreundlich. Grabgebühren. Bin hier, um sie einzutreiben. Shit. Ja. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Die Dokumente sind nicht mit deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. The guy I worked with shot himself. I paid the bill. Nicht von dir. Also sie hat ihn erschossen oder was? Ein Typ, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat sich erschossen. Ich habe die Rechnung beglichen. Oh. Nett von dir. Irgendwie. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Wie ist das in echt? In echt musst du ja auch die Familie den Sarg bezahlen, ne? Außer du bist arm, dann wahrscheinlich eher weniger. Ach, naja. Ja, der Tod ist schon scheiße. Scheiß Tod. So. Einen haben wir noch in der Stadt. Was sind das hier für Leute? Kantine, okay. Ah, hier drin ist er. Hallöchen! Oh! Wofür brauchen wir solche Handschuhe? Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Okay, den erschien ich. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Hm. Einschüchtern. Gibt es zu deinen Haarschnitten eigentlich immer eine Gratispredigt? Ganz ruhig, alles sauber. Nee, komm, ich schüchter den ein, ich mag ihn nicht. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death. Whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Was tust du mit meinen Überresten? Das ist eine gute Frage. Burial in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does.
We make you presentable. Mhm. Gut, zum Thema Beerdigung. Silas sollte oder wollte, dass ich deine Steuern eintreibe. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Mhm. Das heißt, du bist pleite? As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Ja, das ist mir jetzt egal, was für ein Auftritt, Konrad. Du solltest Schauspieler werden. Ich glaube auch. Ist so ein richtiger Schnösel. Der hat bestimmt Geld. Der Begriff Wohlstand muss bei dir sehr weit gefasst sein. Ah, wir nehmen die Schauspielergeschichte. Thank you, no. I despise the serials. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Behandlungsrechte? Stell Silas einfach einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sage dir Bescheid, wenn mir was einfällt. Warum soll ich mir jetzt was ausdenken, Mann? Ich habe keine Zeit für so etwas. Genau. Hallo, Katze. Ich habe echt keinen Bock für diesen Typen, da irgendwie was zu machen. Oh. Gratis, Leute. Gratis hören, untersuchen. Konrad, Rezeptionist, hat sich erschossen. Das ist schlecht für die Firma. Nee. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spencer's Choice Eugenium. Eugene war ein Aktivposten. Und irgendwie... Katze, du bist heute echt ein Nervenmodus, ne? Und irgendwer muss seine Leichengebühr bezahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz von Goldzähnen. Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne, still und heimlich, zahlen den Bits die Leichengebühr und niemand muss erfahren. Er muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück. Rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis. Ah, die haben wir erst gerade gesehen. Hm. Leichtes Sturmgewehr, es lohnt nicht zum Klauen. Ah, hi Konrad, hi. Toll. Jetzt werde ich die Mission nicht abschließen können, weil der Vogel nicht zahlen kann. Achso, das sind so Pots, die werden rausgeschmissen oder was? Nee. Warum braucht diese Karte immer zum Laden? Wir müssen noch nicht zu ihm zurück. Wir müssen noch mal zum, ja, Verladezentrum oder wie man das auch nennen mag. Da müssen wir noch mal hin. Landeplatz. Verladezentrum. Au. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Hm. Nur Sachen zu verkaufen? Ja, nicht so richtig.
Hä, war hier nicht hier jemand schon? Ach, da ist er ja. Nee, da ist das gar nicht. Hä? Bin ich dran vorbeigelaufen? Ach, in dem Häuschen. Natürlich bin ich dran vorbeigelaufen. Hey. Oh, Werkbank. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Grabgebühr. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Einfach nur Grabgebühr. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Ist alles in Ordnung? Du wirkst verwirrt, ja. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Just my luck. I asked for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing? Shoulder to shoulder with the resistance. Komm, wir sind mal bereit. I've been gathering up a war chest over the years. Tuna cans mostly, some spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Überzeugen. Richtige Armeen zahlen Rekrutierungsgebühren. Investment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. They have sent a scout. Prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Okay. Ein paar Tipps? Nö. Kriegen wir schnell hin. Wo ist denn der Roboter? Stirb, Roboter! Ah, natürlich am Arsch der Welt. Kann doch nicht so schwer sein, einfach so einen Roboter zu töten, ne? Ah, ich weiß auch wo. Da sind wir mal vorbeigelaufen. Oder lagen auch schon tote Roboter, besser so gesagt. War ja einfach. So, dann gehen wir zurück. Melden wir ganz kurz hier, dein Roboter ist tot. Bring us honor, soldier. So. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its headcase? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one.
and the enemy is Legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Du hast deine Geheimwaffe auf dem Klo versteckt. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Tja, ich sag dir, wenn ich sie gefunden habe. On the double soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Ja, cool. Dann holen wir mal schnell die Waffe, bevor wir es wieder vergessen. Nee, doch, hier Tagebuch. Da hoch haben wir noch. Ich bin mal auf die Geheimwaffe gespannt. Ah ja, wir sollten ja Geld für den, für diesen toten Mann da. Oh, was ist das für ein Vieh? Mantiqueen. Na, gegen die müssen wir bestimmt auch kämpfen. Da kommen eklige Fliegen raus. Das ist ja eklig. Oder Sporen. Aber so langsam möchte ich doch gern von diesem Planeten runter irgendwie. Langsam habe ich mich von diesen Räumlichkeiten oder von den Ortschaften hier satt gesehen, finde ich. Wie komme ich da hin? Hat er das gesagt? Habe ich nicht zugehört? Scheiße. Hinterm Klo, ja. Hä? Muss ich sie dafür ansprechen? Hallo? Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. Nein, bitte nicht. We'll get you mostly drunk at half the price. Spacer's choice. Nee. Wir müssen nicht mit dir reden. Das Klo ist überlaufen. Warum kann ich jetzt das, die Waffe nicht nehmen? Stört doch niemanden, dass wir hier hinten rumlaufen. Hier rein. Muss ich nicht. Ah. Peinlich. Was war das jetzt? Ach, kehren wir zurück. Ludwig. Weil wir so nett sind, machen wir das auch nochmal. Der Friedhofsmann. Haben den falschen Ausgang genommen. Ich vergesse es immer wieder. Bring us honor, soldier. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the hand of the law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Ja, Of
Klingt ja lustig. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Das Kraftwerk. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Ja, ich rede mit, Reed hat mit mir den Codes bereits gegeben. Okay. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. If you die horribly, I will pour out a can of zero G to your memory. Das ist ja nett von Ihnen. Falls wir sterben, trinkt er eine Cola auf uns. Ja, super. So. Ja, die Folge geht lang genug. Wir haben noch nicht das ganze Geld, glaube ich, eingetrieben. Well, wir können noch mal ganz kurz gehen wir noch mal hin. Weil, nicht, dass wir für Konrad dann nämlich auch noch was machen müssen. Da habe ich mir keinen Bock zu. Den Typen mag ich nicht. Den würde ich lieber verraten oder so. Der war mir ein bisschen unsympathisch, der schnöde Typ. Außerdem ist der Typ gerade noch um die Ecke. So. Silas. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, Miss. Ja, lass uns mal das Thema wechseln. Something I can do for you? Hier, wegen deinen Gebühren, die du wolltest. Konrad sagt, er kann seine Gebühren nicht leisten. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Ja, in seinem Hinterzimmer haben wir ja schon was gefunden. Du sprichst von Erpressung. That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. Okay, das machen wir doch gern. Das machen wir doch gern. Aber erst nächstes Mal. Es tut mir leid, dass die Folge so lang wurde. Ich vergesse die Zeit bei dem Spiel hier. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man die Zeit bei einem Spiel vergisst. Dann heißt es, es macht Spaß. Bloß die eine Mission da gerade mit diesem Schrotttyp, die ging mir ein bisschen auf den Zwirn, aber naja. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Parvati und mich wiedersehen wollt, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Und jetzt könnt ihr gerne kommentieren, abonnieren oder liken das Video. Wir würden uns sehr freuen, ne Parvati? Gut, dann haut mal rein, bis zum nächsten Mal, ciao!